Ja, meine Freunde, neuer Tag, neues Rennen. Willkommen im drittletzten MyTeam-Rennen hier aus Sao Paulo aus Brasilien. Ich liebe die Strecke, es ist ziemlich cool und Interlagos ist wirklich eine spannende, aber ja, jetzt nicht gerade eine simple Strecke, muss man sagen. Mit dem Senna ist hier eine coole Kurve und natürlich ein Mahnmal für manche den besten Fahrer aller Zeiten. Hier haben wir die Strecke, 4,3 Kilometer, 15 Kurven und 2 DS-Zonen. Abonniert gerne unseren Channel, kosten und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei und aktiviert unbedingt auch gerne die Glocke und lasst, falls euch das Video gefällt, gerne ein Däumchen rum da. It's Tobi, könnt ihr auch gerne auf TikTok vorbeischauen. Da kommt immer Formel 1 Content und auch Funny Content. Wie immer sind alle Links unten in der Bio. Hier, das Senna ist ziemlich gut mitgenommen. Ich bin jetzt nicht komplett das Risiko eingegangen. Ihr wisst das ja, ich habe alles getauscht im gestrigen Video. Falls ihr das sehen wollt, oben rechts habe ich euch das verlinkt. Und ja, also ich habe alles nochmal getauscht und wir sollten jetzt bis zum Schluss durchkommen. Brasilien, eine ziemlich, ja, dünne Strecke, würde ich fast sagen. Eine echt sehr schmale Strecke und hier dann diesen kleinen Berg rauf. Ne, aber auch wirklich, die bietet auch jedes Jahr viel Action. Und ja, hier noch, das ist, ja, diese langgezogenen Kurven sind echt sehr tricky zu fahren mit meinem Setup. Ich fahre ein sehr stabiles Setup und das macht doch sehr Spaß. Hier unter anderem haben es Albon und Hamilton krachen lassen. Und ich glaube auch Sainz und irgendwie Hamilton sind da aneinander geraten. Also nicht gerade eine Hamilton-freundliche Strecke. Und ich glaube auch, der Regen hat dann 2016 mit Rosberg und so weiter Verstappen. Das war auch ein sehr spannendes Rennen. Aber jetzt kommen wir über die Ziellinie. Letzte Kurve hier. Fährt man alles Vollgas ab. Kurve 4, 12, 13. War eine ziemlich gute Zeit. Und ich probiere alles noch, um Weltmeister zu werden. Wir starten in der ersten Startreihe. Haben uns die Pole gesichert mit 84.000stel vor Lewis Hamilton. Ist schon mal eine Glanz. Volle Leistung und sehr, sehr toll. Bottas nur auf 3. Ich hoffe, im Start gehen da ein, zwei Plätze verloren gegen Verstappen und Leclerc. Auch Perez auf 6 kann mitreden. Norrie und Ricciardo, dann haben wir Sainz und Tsunoda. Vettel und Stroll dann auf 12. Russell 14, auch sehr okay. Hinter Giovinazzi, Gasly, Mick Schumacher. Dann haben wir auf 17 Fernando Alonso und Ocon. Auch wieder die Teamkollegen in einer Startreihe. Vorletzte Startreihe. Dann auch unser Teamkollege hinter Kimi Räikkönen auf 20. Der hat auch ein paar Teile tauschen müssen. Latifi, Mazepin. Und ja, Latifi hat auch eine Strafe, weil der wäre um eine Ecke schneller gewesen als Mazepin. Das sieht man ja auch. Unsere 5 Routen nicht, dass sie beginnen zu leuchten und ich bin gespannt. Ich habe mir ein neues Design gekauft für die nächste Season, die wir hoffentlich Anfang nächster Woche starten werden. Und hier geht's los. Unser Start war toll. Im Senna haben wir keine Konkurrenz, die uns da irgendwie, ja, die sind alle mit sich selbst beschäftigt. Und wie ich es gehofft habe, ist Bottas von Verstappen überholt worden. Das war natürlich ein Traum, aber wir wissen natürlich, wir müssen hier auf Win spielen. Und Bottas darf ehrlich gesagt nicht mal in den Punkten enden, sonst ist er Weltmeister. Wir haben nur noch 2 Rennen, Australien und Abu Dhabi und das, ja, ich glaube nicht, dass wir das schaffen können. Wir sind 66 Punkte hinten. Stand jetzt würden wir ja, ehrlich gesagt, 7, 8, nein, warte mal, wir holen 10 mehr wie Verstappen. Und dann ergo 12 mehr wie Bottas. Mit der schnellsten Rennrunde maybe 13 Punkte. Also wir müssen auf jeden Fall noch hoffen, dass Bottas von ein, zwei anderen überholt wird. Aber ja, so viel kann ich verraten, das wird hardcore. Also hinten, da hat es auch ordentlich einen Crash oder irgendwie einen Zusammenstoß gegeben. Weil da ist ein Riesenloch zwischen den letzten 4 oder 5. Dann ist ein Loch und dann ist erst unsere Gruppe, wo wir vorne anführen. Also da war auf jeden Fall irgendeine Kollision, habe ich aber leider nicht gesehen. Und es wird spannend, dass wie es heute WM entscheiden, wie Bottas ins Ziel kommt. Wir können nur noch hoffen und natürlich auf Punkte und Zeit spielen. Das war natürlich, ich meine, ich rechne nicht damit, dass wir Weltmeister werden. Wir gucken uns hier mal die Start-Replay an. Wir sind gut weggekommen, auch Hamilton ist gut weggekommen, nur Bottas, man sieht es hier schon, der hat einen sehr, einen eher so in Noten eine 4. Ja, hier ist er dann außen im Senna, innen im Senna ist überholt worden von Verstappen, war so ein Klassiker und dann, ja, den Berg rauf, das ist auch eine meiner Lieblingskurven, da komme ich zwar immer ein bisschen zu weit raus, aber diese Kurve liebe ich extrem und auch die hier, die ist verdammt genial, so schwierig, aber wenn man die gut schafft, dann ist es natürlich eine gute Zeit auf jeden Fall drin. Hier hat auch mal Leclerc die Zeit weggeworfen, ich glaube 2019 hat er hier mal die Zeit weggeworfen, war glaube ich sogar polwürdig und dann
hat es hier leider ein bisschen zu übertrieben. Da es gibt die schnellste Rennrunde, wir knacken die 1.9er Zeit, also die 1.10er knacken wir auf unter 1.97. Am Sonntag wird sehr spannend, das Rennen um 21 Uhr, aber noch viel cooler das Qualifying um 23 Uhr. Also es wird spannend und es wird spät, natürlich USA Zeitverschiebung und natürlich, ich habe mich auch vertan, ich dachte nämlich, dass die Zeiten extra nochmal verschoben wurden, weil ich weiß, dass das USA Rennen eigentlich immer um 20 Uhr war und nicht um 21 Uhr. Also man hat da die Zeiten nochmal ein bisschen nach hinten geschoben, um dann halt Zeit für die Bands und Acts zu schaffen. Es gibt eine gelbe Fahne, da rechts steht ein Alfa Romeo, der, boah, das ist schon der fünfte, nein, der vierte Ausfall heute, das ist echt viel. Wenn man es, nein, Blödsinn, 21, der erste Ausfall. Ach, ich gucke immer auf die Runden links und denke mir so, ach, da bin ich nicht, Blödsinn. Ja, das war sehr dumm. Achte Runde, wir führen hier wirklich makellos, aber Bottas hat leider Verstappen wieder zurück überholt und ist jetzt wieder auf den dritten Platz, auch nicht weit weg von Lewis Hamilton und ja, wenn es zu ins Ziel geht, glaube ich, können wir nichts mehr machen, also wir werden zwar 10 Punkte mehr holen wie Verstappen, 11 Punkte mit der Zeit hier, wie Bottas, aber das wird nichts. Zehnte Runde, gehen wir nun in die Boxen, ein bisschen früher als gedacht, aber ich denke mir so, 8 Runden für gelbe Reifen, ich meine, wie lange will die KI noch fahren? Ein paar, glaube ich, haben sich schon reingetraut, aber ich dachte mir so, jetzt ist so der ultimative Zeitpunkt oder der optimale Zeitpunkt, um besser zu sein. Wir werden noch gleichzeitig mit Bottas reingehen, der auch dann einen Undercut gegen Hamilton starten wird und das wird noch interessant, weil wenn er den Platz holt, dann können wir uns jetzt schon von unseren WM-Chancen verabschieden. Wir kommen auf den 5. Platz, so knapp, aber doch, auf den 5. Platz hinter Sebastian Vettel raus. Ja, das wird sehr tricky, aber ich glaube, das geht. Also Verstappen ist da eher ein fairer Fahrer. Ich meine, er macht leider ein paar unnötige Fehler die letzte Zeit, aber er ist schon sehr fair. Hier steche ich zwar rein, aber das reicht nicht, weil die gelben Reifen einfach noch nicht auf Temperatur sind, dass ich so spät bremsen könnte. Aber jetzt hier deckt er zwar nochmal ab, aber da können wir nochmal innen reinstechen. Und wir übernehmen hier den 4. Platz immerhin. Verstappen geht jetzt auch in die Box auch. Ich glaube, Lewis Hamilton ist auch in der Box. Und jetzt wird es interessant werden, wir kommen so sowieso auf 1 raus, aber wo wird Valtteri Bottas rauskommen? Das wird WM entscheiden, meine lieben Leute. Hier jetzt über die Ziellinie. Wir sind wieder Erster und Bottas, Hamilton und auch Verstappen fahren jetzt wieder los. Aber ich glaube, das wird sehr knapp. Das wird verdammt knapp. Ross, Senna ist jetzt, Hamilton kommt da raus. Und nebeneinander. Nein, das schafft er nicht. Das schafft Hamilton nicht. Das wird wohl eine. Ja, das gucken wir uns nach der Werbung an. Nein, Spaß. Nein, natürlich nach der Replay. Und es ist sich nicht ausgegangen, um das nochmal klarzustellen. Verstappen hier das Dreier gespannt, aber auch Gasly nicht weit weg. Also da musste ich echt aufpassen. Aber keinen hier geschadet. Das war ein sauberes Rennen bis jetzt mal. Und ja. Sodala, das ist auch eine coole Kurve, wenn du dir das so anguckst, sind die alle irgendwie cool, aber zu fahren sind sie jetzt nicht so easy going, das war auch cool, solche Fights liebe ich, also, und es hat nicht gereicht, hier haben wir die Start- und Ziellinie, Valtteri Bottas hat das Rennen zwar nicht gewonnen, wird aber mit der Zielüberfahrt zum Weltmeister. Valtteri, you are the world champion, muss man schon sagen. Das ist sad, das ist echt schade. Wir haben zwar einen guten Drive heute gemacht, aber Valtteri hat die ganze Season besser gefahren und vor allem fehlerfreier. Ich gönne ihm den Titel, in Wirklichkeit wird schwierig, dass er den mit Alfa Romeo nächstes Jahr holen wird. Im aktuellen Titelkampf hat er zwar seit Monza mehr Punkte geholt als Hamilton und Verstappen, aber das bringt ihn natürlich nichts, weil er ja natürlich sehr, sehr weit hinten ist. Er müsste jetzt jedes Rennen gewinnen. Ich bin sehr gespannt, weil der Mercedes scheint ja jetzt wieder besser zu sein, wie der Red Bull. Und das Fahrertalent von Verstappen ist natürlich auch ein Wahnsinn. Der kann dieses Auto sehr gut und es wird auf jeden Fall spannend, wer die Weltmeisterschaft für sich entscheiden wird. Nächste Woche gehen wir dann in die neue Season mit auch neuen Namen und neuen Design auf jeden Fall. Also seid auf jeden Fall gespannt. Und jetzt haben wir auf jeden Fall mal vorbei. Abonniert unbedingt gerne den Channel. Aber jetzt gucken wir uns mal die Siegerehrung an. Wir gewinnen immerhin ein Rennen, noch ein Rennen in dieser Season. Australien wird schwierig. Die Strecke mag ich jetzt nicht so. Auch Abu Dhabi ist sehr schwierig zu fahren. Macht zwar Spaß, ist aber echt sehr heikel. Also wir werden da auf jeden Fall gucken, was so drin ist im Auto. Und Valtteri, du kannst dich freuen. Echt verdienter Weltmeister. Ich
ich muss sagen, die letzte Zeit hat er echt Scheiße erfahren und ja, er ist natürlich auch teilweise selbst schuld mit seinem den ein oder anderen Fehler. Auch Baku weiß man jetzt nicht genau, warum der so langsam war. Aber dann in der Türkei haut er so ein mega Rennen raus, dass man wieder sagt, dieser Fahrer gehört zu Mercedes. Aber diese Schwankungen sind halt das Problem. Ich denke mal, er wird auch nach diesem Mehrjahresvertrag bei Alfa Romeo, wie es geheißen hat, seine Karriere beenden. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Felipe Massa wurde nur 18. Ist schade. Wir sind 58 Punkte hinter Valtteri Bottas und wir, ja, 8 Punkte sind zu viel, weil bei 2 Ausfällen selbst, nein, eigentlich nur, nein, man kann 52 Punkte holen und ich war 6 Punkte leider, nicht mal der 4. Platz hätte gereicht, oder? Beim 4. hätte er ja 10, hätte er ja, ich habe jetzt, erst 2. geworden, das heißt nochmal 3, 4, doch 5, es hätte gereicht, wenn er 4. gewesen wäre, aber das ist er leider nicht geworden. Bottas, Massa macht seinen Job gut, 25.000 für Schäden, ist nicht so schön, Massa, ist nicht so schön, tut natürlich ordentlich weh in der Geldbörse, aber wir haben 6 Millionen, die ich mir ein bisschen mal aussparen werde, weil ich möchte am Ende der Season einen guten Fahrer holen und, naja, nichts gegen dich, Massa, also, er ist eh ein halbwegs guter Fahrer, aber wir werden auf jeden Fall uns umschauen, ob es vielleicht einen anderen Fahrer in einer, ja, ähnlichen Preisklasse, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Skill gibt. Ich meine, das soll jetzt kein Front gegen Massa sein. Der ist ein guter Fahrer. Und hier nochmal, wir müssen nochmal einen Teil raushauen. Sponsoren haben wir erst letztens erneuert. Das waren auch die letzten für diese Season. Und es geht alles dem Ende hinzu. Man sieht schon, man muss hier ein paar Upgrades oder besser gesagt ein paar Umbauarbeiten für die nächste Season machen. Das ist immer ein bisschen tricky. Falls ihr dabei sein wollt, wie wir die letzten zwei Rennen und vor allem die nächste Season bestreiten, abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst gerne ein Däumchen oben da, falls es euch gefallen hat und schaut auch gerne auf Instagram und vor allem gerne auf its_tobi auf TikTok vorbei oder auf itu_jt. Links wie immer in der Bio. Vielen Dank fürs Zugucken, bis später oder morgen, ciao. Game like I'ma run it back. I gotta change it up so you ain't stuck with that. Now give me the mic and I'm gone.